Liebe Zuschauer, wann habt ihr das letzte Mal eure Kindheitsfotos angeschaut? Genau das war die Aufgabe für die Mitglieder unseres YouthWitch-Projektes in unserer neuen Kampagne Früher als Kind. Sie mussten sich die Kindheitsfotos raussuchen und die Geschichten von Festen und Feiertagen erzählen, die sie zu den Menschen geprägt haben, die sie heute sind. Und hier sind die Ergebnisse von Früher als Kind. Früher als Kind habe ich Feiertage, große Veranstaltungen und Feste mit der Familie geliebt. Zum Beispiel Chanukka. Wir haben uns jeden Abend mit der Familie zusammen getroffen, haben Kerzen gezündet und Chanukka-Lieder gesungen. Aber auch Purim. Wir haben uns da immer verkleidet und sind dann in die Gemeinde gegangen, gefeiert. Ich war im jüdischen Kindergarten, das heißt, mir wurde jedes Jahr immer aufs Neue die Geschichte von Purim, Chanukka und vielen anderen Festen und Feiertagen erzählt. Und ich habe es jedes Jahr aufs Neue genossen, die Geschichten zu hören. Aber auch Silvester habe ich durch meine russische Herkunft gefeiert. Durch Freunde, die weder jüdisch noch russisch waren, kannte ich Weihnachten. Und ich fand Weihnachten und Silvester mal ein bisschen ähnlich, weil bei uns kam Väterchen Frost, bei ihnen kam der Weihnachtsmann und wir hatten auch einen Tannenbaum. Und was nie fehlen durfte, war das Essen, das traditionelle Essen. Mein Lieblingsessen persönlich war immer Baguette mit Butter und ganz viel Kaviar. Mittlerweile bin ich 15 Jahre alt und Kaviar ist immer noch mein Lieblingsgericht. Und ich gehe auch zu YouthBridge. Und durch YouthBridge kenne ich ganz viele neue Menschen mit ganz vielen neuen Religionen, Kulturen und so weiter. Dadurch kenne ich wiederum neue Feiertage und finde die auch ganz toll und feiere die manchmal auch mit. Jetzt noch ein ganz besonderes Beispiel, nämlich ein Mitglied von YouthBridge, das erst später in sein Leben zum Judentum gefunden hat. Und wie genau er es gemacht hat, das seht ihr jetzt. Ich wurde im Oktober 2004 in Kasan, Russland geboren. In meiner Heimat verbrachte ich nur 8 Monate meines Lebens. Meine Familie emigrierte als jüdische Kontingentflüchtlinge Mitte 2005 nach Deutschland. Ja, Juden, jedoch leben wir ziemlich säkulär. Heißt keine jüdische Feste feiern oder koscher essen. Meine Kindheit war trotzdem toll. Neben der Geburt meiner kleinen Schwester waren die schönsten Erinnerungen immer ans Neujahrsfest und den 9. Mai, Tag des Sieges. Vor allem der 9. Mai mit der Siegesparade am Roten Platz beeindruckte mich. Bei russischen Familien ist das Neujahrsfest sehr wichtig. Es wird viel gekocht und sowjetische Klassiker angeschaut. Mit dem Jugendalter habe ich angefangen, mich für die jüdische Kultur und Religion zu interessieren. Mich faszinierte die Anzahl der Persönlichkeiten jüdischen Glaubens. Als Ziel habe ich mir gesetzt, dass wenn über mich auf Wikipedia geschrieben wird, dann sollen die ruhig über meine jüdische Herkunft was sagen. In meinem Leben passieren zu viele lustige Stories, wie zum Beispiel im August 2020, wo ich mit Freunden in Venedig war und ich im jüdischen Ghetto random eine Bar Mitzvah hatte. Ich denke, es ist ein Zeichen Gottes und seitdem fing ich an, ein bisschen religiöser zu leben. Ich bete und feiere alle jüdischen Feste. Meine Familie unterstützt mich natürlich bei meiner Wahl. Neben meiner Karriere in der Finanzwelt ist mein Ziel auch, den Menschen zu zeigen, dass Juden nicht schwach sind, wie meistens interpretiert. Wir sind nicht geldgierig oder geizig, sondern offene, freundliche Menschen. Dabei gibt YouthBridge mir als Partner die Möglichkeit, meine Ziele zu erfüllen. Diese Kindheitserinnerungen helfen uns dabei, uns daran zu erinnern, wie unterschiedlich unsere Kindheiten in ein und derselben Stadt waren. Und sie helfen uns ebenfalls daran zu erinnern, dass wir bei YouthBridge genau dasselbe Ziel verfolgen, nämlich unsere Heimatstadt München zu einem offenen, respektvollen und engagierten Ort zu machen.